Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Ultrasonne, Ultramond, meine lieben Freunde. Wir haben uns das letzte Mal die ersten, ich sag mal, Punkte der Route 2 angeschaut, haben dabei unter anderem die neue Manta-Rennstelle herausgefunden und damit geht es nun hier in Richtung, ja, weiterer Trainer weiter, die uns hier auf den Routen erwarten. Eine der Sachen, die man zumindest in Sonne und Mond bei Alola gemerkt hat, ist, dass das Spiel etwas, ich sag mal, dichter war. Man hat nämlich eigentlich progressiv eine Art Steigerung der Regionen gehabt. Johto war ein bisschen größer als Kanto, Hoenn war ein bisschen größer als Johto, Sinnoh war ein bisschen größer als Hoenn, Eidler war da wieder ein bisschen kleiner, allerdings nur in der schwarzen Weiß-Version. Die schwarz-2-weiße Version war da wieder deutlich größer. Kalos war größer als Einal. Und Alola hat das Ganze wieder was zurückgefahren. Man hat jetzt hier deutlich kleinere, kompaktere Routen, aber auch eben mit kompakteren Trainern eingebaut. So, ich glaube, ich brauche Angeberei in diesem Zusammenhang nicht. Bekannte Attacke behalten. Und, oh, er fragt dich nochmal nach, das ist sehr schön. Und das bezieht sich nicht nur auf die Welten und auf die Overworld in ihrer Variation, sondern auch auf die Trainer natürlich, die man trifft. Das Spiel insgesamt ist eher durch die Story, die es vermittelt, länger als durch die, ich nenne es mal, geografische Lage. Dogel! Oh, Tunnelflammeo ist also auf Inselwanderschaft. Ich schicke dir eine Beere. Das ist sehr sozial, dafür würdest du uns überhaupt nicht kennen. Danke dir. Mit Siebelbeeren kannst du ein paar der KP eines Pokémon wiederherstellen. Du kannst sie direkt auf das Pokémon anwenden und ihm die Beere zum Tragen geben. Übrigens, willst du vielleicht eine Bärenexpertin werden? Das bin ich eigentlich schon, aber okay, ja. Oh, sehr gut, ich denke, du hast Potenzial. Was ist denn, dass du mir eine Persimbeere bringst? Und was macht mich zu einem Bärenexpertin, dass ich dir einfach eine Persimbeere bringe? Wieso bin ich ein Experte, wenn ich irgendwo auf dem Boden Bären finde? Ja. Okay, hier habe ich eine Persimbeere gefunden. Wow, ich bin voll der Pro. Hier, guck mal. Oho, hast du eine Persimbeere gefunden? Hohoho, tatsächlich. Weißt du, ob es die von einem Baum oder einem Pokémon ist? Aber das ist jedenfalls der erste Schritt auf dem Weg zur Bärenexpertin. Also, als Belohnung hast du das hier bekommen. Okay, Zitrobeere. Ich dachte gerade, warum dauert das jetzt so lang? Aber ja. Persimbeere helfen bei der Verwirrung und Persifbeeren bei der Vergiftung. Ja, die Persifbeeren sind deutlich nützlich heutzutage. Und Zitrobeeren füllen mehr KP auf als Siedelbeeren, ja. Deutlich mehr. Siedelbeeren lohnen sich wirklich nur ganz am Anfang. Alola ist schon eine tolle Region. Das ist immer keine Bären, das kann man sie von den Bärenfeldern pflücken. Außerdem versammeln sich dort Pokémon, die es auf die Bären abgesehen haben. Also von daher. Genau, und hier hat man jetzt ein ziemlich großes Feld, bei dem ich mir im Moment nicht ganz sicher bin, wozu es da ist. In XY hatte man so ein riesiges Feld, wo man tatsächlich Bären anbauen konnte. Das scheint jetzt hier im Moment zumindest noch nicht zu funktionieren. Vielleicht geht das dann später, sobald ich eine Angel habe. Das müsste ich dann nochmal nachschauen. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall den riesigen Witz gekommen. Das ist eine der Sachen, die bei meinem Durchspielen damals von Pokémon Sonne und Mond etwas untergingen. Das hier sind Bärenfelder. Okay, gut, dann hätten wir das auch geklärt. Es wachsen jedoch keine Bären darauf. Möchtest du wissen, warum? Jo! Nun, wir sind nach Alola gekommen, weil wir hier das Düngen von Bärenfeldern vorbereiten wollten. Daneben von Vanitea, der Stadt in Carlos, aus dem wir kommen, gab es nämlich Bärenfelder, auf denen wir mit Hilfe von Dünger Bären angebaut haben. Carlos, we make confirmed. Nicht Spaß, aber ja, genau, das ist das, wovon ich gesprochen habe. Beachtet mich, ich stehe einfach nur rum. Ab in Alola kommt man der ganz einfachen Stelle an Bären rein. Schließlich wachsen sie hier durch die Kraft der Natur. Und Pokémon ohne Zutun des Menschen. Da haben wir die Bärenfelder aufgegeben. Inzwischen bin ich dem totalen Charme der Bären in Alola verfallen und habe beschlossen, hier Bärenmeisterin zu werden. Wenn Pokémon die Natur uns mit vielen Bären beschenken könnten, könnte ich auf den Feldern ja vielleicht leckeres Gemüse anbauen. Okay, habe ich es jetzt verpasst oder hat sie eine Begründung gegeben, warum die Bärenfelder hier leer sind? Ich habe es nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur verstanden, sie kommt aus Carlos und ja, hat den Bärenfelder dann aufgegeben, aber Botto, Botto, aber warum ist da jetzt nicht geht, keine Ahnung. Botto, Botto! Gell!
Okay. Boto! Botogel hat von irgendwo einen Beleber hervorgezaubert. Ja, das kann bei Geschenk im Prinzip nicht wirklich passieren, aber ich nehme es trotzdem gerne entgegen. Ich nehme an, auf der Overworld kann es passieren, von daher. Boto, Boto? Weil normalerweise macht Geschenk ja entweder Schaden im Kampf oder es heilt dich. Je nachdem, also die Gegner in dem Fall, wenn man es auf die Gegner anwendet. Also ganz unterschiedliche Aspekte. Aber ja, die Art und Weise, wie sie die Bären entwickelt haben, ist tatsächlich eine ganz eigene Geschichte für sich. Eine sehr spannende Geschichte, aber eine, die wir vielleicht nicht im Moment angehen sollten. Aha, dort hinten liegt also die Vegetationshöhle. Das ist einer der Orte, auf welche die Kraft seiner Lumineszenz herabgeregnet ist. Diesen Ort müssen wir dringend erforschen. Wow, was für hohe Aura-Werte. Nichts wie hin. Konzentration, Amamu. Wie sollen wir die Vegetationshöhle erforschen, wenn wir keine Pokémon besitzen? Wir müssen uns einen Plan einfallen lassen. Ob wir uns die Pokémon dort wohl mit unseren Mitteln der Wissenschaft gefügig machen könnten? Ein Inselwanderschaftsabzeichen habe ich zwar nicht, aber vielleicht sollte ich mich an der Prüfung versuchen. Ihr seid zwei Menschen, wie diese habe ich hier noch nie gesehen. Ja, ihr seid zwei merkwürdige Zeitgenossen. Tipps zu Trainer, wer versucht, das Pokémon des anderen zu stehlen, ist ein gemeiner Dieb. Und deine Pokébälle nur auf wilde Pokémon. Ja, von daher, denkt aber dran, sei kein Dieb. Aber ja, wie gesagt, zwei sehr merkwürdige Zeitgenossen. Ich bin gespannt zu sehen, welche Rolle sie noch einnehmen werden sollen. Hier höre ich irgendein Pokémon. Hier, genau. Und damit haben wir gleich einen besseren Encounter vor uns. Und es ist ein Dummiesel. Dummiesel habe ich hier sich vor, in meinem Team zu nehmen. Auch wenn es sehr schön ist. Ja, sehr schön, dass du das gescannt hast. Ich glaube, es gibt noch ein bisschen Klärungsbedarf bezüglich der Anmerkungen, die ich in den letzten Parts gemacht habe, was die relativ große Nichtlinearität oder das heißt Nichtlinearität. Okay, Moment. Eins sag mal dann. Was die Art und Weise angeht, wie dieses Spiel hier einen von Anfang an durchführt. Ja, ihr wisst, dass der aufeinander geballte Tutorial, was ich vor mir gesehen habe. Und ich habe wenig Zustimmung bekommen und viele, die anderer Meinung sind. Was im Prinzip kein großes Problem ist. Ich respektiere absolut, wenn Leute anderer Meinung sind und verstehe auch, warum ihr das seid. Nur, ich will vielleicht nochmal erläutern, warum ich der Meinung bin, dass es eben tatsächlich nicht so sein muss. So, bekannter Tage behalten, ja. Ein Argument, was ich relativ häufig gehört habe, war, dass Pokémon anders sei, ja, zum Beispiel Spiele wie Breath of the Wild oder Mario Odyssey, sondern Pokémon sei ein RPG. Und deswegen sei es wichtig, dass man sozusagen diese Einführung hat, vor allem für die Neueinsteiger. Und dazu muss ich sagen, wir haben es 5 Generationen lang geschafft, oder ich würde sogar sagen 6, durchzukommen, ohne dass man so einen segmentierten Start haben musste, wo man wirklich von Ort zu Ort gereicht wurde, immer nur ein bisschen weiter konnte, dann einen größeren Abschnitt machen musste. Und wie gesagt, ihr habt ja gemerkt, wie lange ich tatsächlich gefangen war, bis ich jetzt endlich die Möglichkeit habe, ein bisschen freier die ganze Welt zu erkunden. Klar, man muss sich jetzt nicht unbedingt an der ersten Generation orientieren. Die erste Generation war tatsächlich sehr, sehr schnelllebig. Das, kann ich auch einsehen, ja, da ist man, habe wirklich wenige Informationen bekommen und es ist schon gut, wenn man da ein bisschen eine Einführung erhält. Aber ich meine, wenn wir uns mal die einzelne Generation anschauen, in der zweiten Generation, klar, man hatte am Anfang eine kleine Schlauchstory, weil man erst zu Mr. Pokémon dann zurück musste, aber zumindest konnte man sich in dieser Zeit relativ frei bewegen und konnte auch schon durch die Stadt gehen und hat mehr oder weniger die meisten Informationen nebenbei bekommen. In der dritten Generation kam auch alles sozusagen nach und nach. Wir hatten eine Kurzeinführung von Burg, dann konnten wir direkt auf die Route 101 durch Rosaltstadt, auf die Route 103 und haben nochmal eine kurze Einführung von Maike bekommen, aber es hat alles nicht wirklich lange gedauert. Und dann kamen eben nach und nach Sachen, da konnte man die Route 102 machen, dann wieder eine kleine Einführung durch Normen. Es war natürlich auch etwas in die Länge gezogen, aber man hat, wie gesagt, nicht so viel geballt auf einmal gehabt. Erst dann in, ich sag mal, Pokémon oder in Sinnoh war es ein bisschen mehr Dialog am Anfang.
der aber auch nicht so unerträglich lang war, wenn ihr mich fragt, weil man relativ schnell mit Jubelstadt in eine sehr, sehr große Stadt kam, die man mit einigen kleinen Unterbrechungen doch ziemlich gut erkunden konnte, ohne größere Umschweife. Und dann haben wir eben Einal, wo man... Ich meine, das große Problem mit Einal ist, dass es relativ viel am Anfang wiederholt wurde. Und ja, man ist auch ein bisschen herumgeführt worden. Aber da hatte man etwas, wo man doch von Anfang an sozusagen einen Bezug zur Story hat. Weil direkt von Anfang an diese Problematik und dieser ganze Konflikt mit Team Plasma aufgebaut wurde. Und genau da bin ich bei einem der Punkte, die hier auch gesagt wurden. Nämlich, dass es in Ordnung sei, weil man ja hier versucht, eine Story zu etablieren. Und schließlich wollen viele ja auch eine bessere Story in Pokémon. Was stimmt? Oh, hi. Hallo, Jesse, jetzt deine Pokémon. Prima. Das freut mich, und baut sie alle, könnten mein Päuschen vertragen. Guck mal. All los, lass uns ins Pokémon Center gehen, Jesse. Und während ich das sage, werde ich jetzt schon wieder gezwungen, ins Pokémon Center zu gehen, obwohl das Spiel mich auch gut hätte weiterlaufen lassen können. Hast du gewusst, dass Kapuriki irgendwie mit der Vegetationshöhle in Verbindung steht? Nein. Da darf man nur rein, wenn man einen guten Grund hat. Wie etwa die Inselwanderschaft. Hammerguter Grund. Ach ja, willst du dieses tolle Item schon hier? Gib dir ein paar von meinen ab. Danke, Charlie. Ist cool. Na, Beleber, kannst du ein Pokémon, das kampffähig ist, wieder fit machen? Übrigens, der Pokémon-Supermarkt bietet jeder eingestellte andere Items zu verkaufen. Vergiss das nicht. Ach ja, ich hab gehört, wie man oft mit dem Rotor-Pokédex spielt. Und also wenn man oft damit spielt und sich dadurch mit dem Minimann freut, kann man etwas nutzen, das man Rotomat nennt. Das stimmt. Wenn man meine Augen leuchten, musst du mich einfach nur berühren und schon fängt der Rotomat an zu rotomatieren. Willst du das mal ausprobieren? Rotomat, wenn ich den Rotomat ausprobieren, das solltest du dir nicht entgehen lassen, Jesse. Es ist Rotomat-Zeit, einfach meine blinkenden Augen. Okay, also, was ist es denn? Lego, du kannst einen Rotomat verwenden und nützliche Kräfte gewinnen. Los geht's, versuch dein Glück. Heute ist jetzt eine neue Funktion. Wir müssen jetzt hier tippen. Okay, den Pfeil nach oben. Keine Ahnung, was das bedeutet. Gratuliere, du hast eine ganz fantastische Kraft gewonnen. Statuswerte, boah. Mit den Statuswerten, boah, werden die Statuswerte deiner aktiven Pokémon im Kampf erhöht. Wer aufmerksam ist, wird hierin die O-Kräfte erkennen, die in Sonne und Mond pausiert haben und nun in veränderter Form wiedergekommen sind. Wow, ey, mit dem Rotomat kann man seine Pokémon stärker machen, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt würde ich ja schon gerne wissen, was es sonst noch so für Rotom-Kräfte gibt. Geil. Genau, man hat im Prinzip diesen Automaten, den kann man dann drehen. Ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, wie der aufgefüllt wird. Und wenn man das macht, kann man eben diese Boards. Und diese Boards kann man nutzen. Wie gesagt, funktioniert ähnlich wie die O-Kräfte. Die O-Kräfte waren ja auch ziemlich open-end. Es war mehr oder weniger eine endlose Ressource, die man verbrauchen konnte. Die man kaum verbrauchen konnte. Und da hat man dann unterschiedliche Kräfte bekommen. Hey du, da bist doch ein Pokémon-Trainer. Hast du schon, hab ich da gefangen? Dann willst du es gegen meinen Resladero tauschen? Das ist eigentlich ein ziemlich guter Tausch. Ich glaube, ich habe keinen Habitat, oder? Glaub nicht. Nope, leider nicht. Aber Resladero ist ein ziemlich gutes Pokémon hier, gerade für den Start zum haben. Verstehe, wenn du es dir anders überlegst, sag Bescheid. Also vielleicht überlege ich es mir. Gibst du deinem Pokémon Bären zu tragen, frisst es sie im Kampf und bedarf von selbst. Aber von Menschen gefertigte Items wie Tränke fasst es in der Hitze des Gefechts nicht an. Ja, besser gesagt weiß das Pokémon nicht, wie es die benutzen soll. Was eine ziemlich gute Erklärung ist, weil ich meine, dass Pokémon wissen, wie sie eine Beere fressen, ist, glaube ich, ziemlich logisch. Aber dass sie wissen, wie man einen Trank aufschraubt und benutzt und dass die Trainer machen müssen, ich finde, das war schon immer ziemlich gut erklärt. So, warum ist der Supertrank etwas, was es nur exklusiv hier in diesem Laden gibt? Ich habe keine Ahnung. Genau, wie gesagt, Nestball funktioniert besser, je niedriger das Level vom gegnerischen Pokémon ist. Luxusball sorgt dafür, dass die Startfreundschaft bei dem Pokémon, wenn man es fängt, höher ist. Also für Pokémon wie Hassbüro auf jeden Fall verwenden. Hey du da, du kommst raus, oder? Ich hätte eine Bitte an dich. Würdest du mir kurz zuhören? Yo.
Vielen Dank. Es ist dir hoch an, dass du mir hilfst, obwohl wir uns gar nicht kennen. Also, mein Schnucki und ich verbringen gerade unsere Flitterwochen hier in Alola. Aber sind wir auf der Suche nach Bären, einem Kapox zu gehen. Der Zinn hatte nur noch ein Auge für dieses Pokémon. Okay, das war gerade merkwürdig. Hatte nur noch ein Auge. What? Für dieses Pokémon. Achso. Und da kommst du ins Spiel. Bitte fang einen Krabbox. Sag mir seinen Pokédex-Eintrag. Sobald ich genau weiß, wie dieses Pokémon aussieht, kann ich nämlich selbst eins fangen. Krabbox vergraben sich auf dem Baguette in den Bärenhaufen, die du manchmal unter Bäumen finden kannst. Wenn du mir einen Wunsch erfüllst, bekommst du natürlich auch eine Belohnung von mir. Okay, also ich muss wohl einen Krabbox fangen, wenn ich dann bei nächster Gelegenheit machen. Genau, machen wir heute einen Rosarade-Tee. Sind ja ganz neue Sachen hier. Okay, also, was hast du mir denn für die Storytime zu erzählen? Danke fürs Warten, ein Rosarade-Tee ganz nach Bestellung. Der Tee wird aus Blättern gebraut, die Rosarade besonders gern fressen. Roh schmeckten sie penetrant süß, aber durch diesen Fermentationsprozess wächst die Süße einer milden Würze. Das ist übrigens regelmäßig Kampfvideos. Ich persönlich liebe Pokémon-Kampfvideos, egal ob ich jetzt vor oder hinter der Kamera stehe. Nein. Einmal, ich bin die ganze Nacht durch Kampfvideos angesehen und bin am Ende sogar zu spät zur Arbeit gekommen. Das ist sehr schlecht. Ich hoffe, du wurdest gefeuert. Und hier ist eine kostenlose Dreingabe zu deinem Getränk. Die gibt es nur einmal pro Tag. Die Süßigkeit ist eine Spezialität aus Illumina City in der Carlos-Region. Ja, und ich musste nicht mal an einem komischen Illumina-Stand anstehen, was gut ist, weil je weniger Zeit ich in Illumina City verbringen muss, desto besser. Und das ist für deine Pokémon mit den besten Empfehlungen. Du hast einige Pokémon erhalten. Pokémon ist eine Spezialität aus Alola. Pokémon ist ganz verrückt nach ihnen. Würdest du deine Pokémon bei einer Pokébowser mit Pokémon, wenn sie zutraulicher? Bitte mir auch mal wieder. Ich wollte gerade sagen, wenn du noch einmal irgendein Wort mit Poké im Namen sagst, dann werde ich dich sowas von pokeen. Das glaubst du gar nicht. Wenn ich morgens aufwache, liegt mein Koryongel auf meinem Bauch und schläft. Yay, gar nicht creepy. Erstmal im Kopf ein gemütliches Testen zu stärken, wo es in die erste Prüfung geht. Yo. Aber gut. Um auf meinen ursprünglichen Punkt zurückzukommen, wie gesagt, beziehungsweise vielleicht erstmal, wenn wir hier mit den Leuten gesprochen haben. Kann ich gleich weitermachen? Mehr! Soweit das Auge reicht! Und jetzt würde ich mich gleich auf einen Mantax schicken und auf den Wellen bis zur nächsten Insel reiten! Das sieht tatsächlich sehr cool aus. Also, das hat wirklich Potenzial. Lande ein Pokémon mit seiner Attacke einen Volltreffer, hat die Attacke 50% mehr Schaden. Ihr habt richtig gehört, Volltreffer machen nur noch 50% Schaden. Eine der Sachen, die in der 6. Generation geändert wurden. Volltreffer machen nicht mehr doppelten Schaden, sondern nur noch die Hälfte vom ursprünglichen Schaden, also 1,5-mal Schaden statt 2-mal. Und Fukano ist immer noch ultra süß. Dafür wurde allgemein die Chance, Volltreffer zu landen, erhöht. Dass man tatsächlich wieder mit Sets spielen kann, die auf eine hohe Volltrefferquote gehen, was lange Zeit nicht mehr ging, weil du nicht wirklich deine Volltrefferquote hoch genug steigern konntest, dass es sich gelohnt hat. Aber ja, wie gesagt, also man hatte diese unterschiedlichen Dialoge in Pokémon Schwarz und Weiß, die durchaus, wie gesagt, zur Story beigetragen haben. Und hier haben Leute gesagt, dass diese frühen Dialoge dazu beigetragen haben, die Story einzuleiten. Und hey, Flammia entwickelt sich, hey, um die Charaktere zu lernen. Und ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass so viel von dem, was man am Anfang gesehen hat, nötig ist, um die Charaktere einzuführen. Klar, es gibt wirklich gute Szenen, wie die erste, das heißt immer, dass man Kukui begegnet, das erste Mal, dass man Hala begegnet, die Szene, wo man Lily rettet, die Szene, in der man Professor Kukui und Lily sieht, wie sie wohnen. Und übrigens, ja, auch Entwicklungen werden jetzt im Pokédex registriert, das war davor nicht so. Zutrauliche Mitsunder schmiegen sich gerne an ihre Trainer an, sie sind so stark, dass dieser dabei am ganzen Körper Kratzwunden erleidet. Miau. Genau, was ziemlich cool ist, weil, wie gesagt, das war davor so ein Teil, war so ein Ding, was absolut nie passiert ist, dass man irgendwie da eine Entwicklung gesehen hat. Und nach einer Entwicklung einen Pokédex-Eintrag angesehen hat, muss man alles manuell machen. Genau, also wie gesagt, diese Situation hatten wir in den anderen Spielen. Hier kommen wir nicht weiter. Vegetationshülle, Prüfungsschritte der Inselwanderschaft, yo! Aber wir haben ja noch diesen Ort hier, den wir uns anschauen können. Also man hatte, wie gesagt, schon ein paar gute Dialoge, aber es wäre doch auch möglich gewesen, vieles zu streiten. Wir hätten nicht zum Beispiel dreimal zurück nach Hause müssen,
damit immer jemand klingelt, einmal Professor Kukui, einmal Lili. Dann geht man nach Lili, dann geht man wieder zurück nach Hause, wie gesagt, da muss man runter, dann geht's nach Holy City und mein ganzer Punkt ist einfach, man hätte das auch einbauen können, ohne von Dialog zu Dialog gehen zu müssen. Die Dialoge hätten kürzer sein können, man hätte das Gleiche damit erreichen können. Man hätte auch durchaus das Ganze etwas mehr ausbreiten können. Ich meine, ich habe ja nichts gegen die Dialoge, die ja immer wieder zwischendrin vorkommen. Was mich gestört hat, war, dass das Spiel mich immer wieder daran gehindert hat, andere Orte zu erkunden, allgemein weiter vorauszuschreiten, neue Pokémon zu fangen. Und das war mein wirklich großes Problem. Und ich habe dann im Vergleich zu Schwarz 2, Weiß 2 gesehen. Und Schwarz 2, Weiß 2 fand ich hingegen überhaupt nicht schlimm. Und hier, finde ich, sieht man den Unterschied zwischen Linearität und, ja, wie gesagt, Segmentierung. Weil Schwarz 2, Weiß 2 wäre am Anfang auch sehr linear, ja. Wir sind von Eventura direkt nach Richtung Danzig gegangen, dann zum Danzighof, da muss man wieder zurück. Und nebenher hat man ein paar Dialoge mit Lauro gehabt. Man hat auch ein paar, oder man hat, man hat auch sein erstes Aufeinandertreffen mit... War das schon Team Plasma im Dausinghof? Ich glaube ja, ich bin mir gerade nicht sicher, wo das Terriberg verschwunden ist. Man hatte seine erste sozusagen Prüfung mit Matisse. Aber trotz allem, ja, man konnte sich frei bewegen, ohne alle paar Schritte irgendwie zurückgeworfen werden zu müssen. Und mich stört Linearität in Pokémon-Spielen nicht. Pokémon-Spiele sind in der Regel sehr linear. Und das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich in dieser Linearität einigermaßen Bewegungsfreiheit möchte. Das alles wäre nicht so schlimm, das sage ich aber auch. Wenn man einfach erlaubt hätte, dass man Cutscenes überspringen kann. Auch einige sagen, hey, die Starter oder die Situation, wo man Starter bekommt, ist viel erträglicher hier jetzt. Okay, ja, in Sonne und Mond war das eine ewig lange Cutscene. Aber es bleibt immer noch eine lange Cutscene, die relativ unnötig ist. Und für, ich sag mal so, für mich ist es ist besser als Sonne und Mond kein Argument, wenn es Spiele davor gibt, die es noch viel, viel besser gemacht haben. Und deswegen mein ganzes Plädoyer an dieser Stelle, wie jetzt nur so eine Prüfungsstätte der Inselwanderschaft, ist, verbaut es ein, dass ich diese Dialoge überspringen kann. Dann könnt ihr ruhig so ein Schlauch-Tutorial machen und es ist viel erträglicher, weil ich dann diese ewig langen Dialogsequenzen, die kommen, wenn ich will, auch überspringen kann. Und dann ist das schon ein ganz anderes Gefühl. Dennoch, es ist absolut möglich, ein Pokémon-Spiel zu programmieren, ohne dass ich, wie gesagt, alle paar Schritte angesprochen werde und das für 5, 6, 7 Parts. Und zu der Meinung stehe ich auch. Also ich bin nicht der Meinung, dass Pokémon so sein muss und ich bin auch nicht der Meinung, dass es irgendwas substanziell zur Story beiträgt. Warum hätte ich vielleicht noch erläutern können, aber ja. Hallöchen, ich bin's, Captain Elima. Und meine Prüfung findet nur wenige Schritte von hier statt, und zwar hinter der Vegetationshöhle. Noch ein paar Worte der Warnung. Die Pokémon der Vegetationshöhle sind ganz schön stark. Du solltest also ein paar Tränke mitnehmen, damit du keine böse Überraschung erlebst. Die Lulla-Region hat es Tradition, die Inselwanderschaft anzutreten, sich in Prüfungen zu stellen und seine eigenen Grenzen zu testen. Sobald du die Vegetationshöhle betreten hast, kannst du sie erst wieder verlassen, nachdem du die Prüfung bestandest. Bist du bereit? Ziemlich assi, aber okay. Das haben wir dann aber im nächsten Part. Pokémon unter Sonne, mein Leben, Freunde. Wenn der Part euch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr mir den nächsten verpasst. Und wenn ihr besseres übrig habt, folgt mir. Oder unterstützt mich auf Patreon, folgt mir auf Social Media. High Five, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.